Okay, und ich hatte mir jetzt überlegt, mit diesen Perlen und diesen Naturperlen und vielleicht nehme ich noch welche von den großen, mache ich jetzt mir so eine Schnullerkette. Und eben, siehst du, das muss ich gleich noch zusammensuchen. Die war nicht raus. So. Wo habe ich denn das hin? Ich habe hier eben einen Gummi. Ja. Wisst ihr, was ihr jetzt eingefallen ist? Ja, ich mache das ja eben mit dem Gummi. Das heißt, ich hole mir jetzt einen Schnuller. So, das soll unter anderem eben auch für diese Schnullers passen. Und dann soll es quasi so funktionieren, dass man diesen Gummi hier rüber macht. Oder eben, dass man den hier so rein machen kann. Seht ihr das hier? Dann kann man nämlich eben einmal mit Ring und einmal mit nur so einem, keine Ahnung, nur so zum Greifen quasi abschnappen. Das heißt, ich mache da jetzt quasi einen Knoten rein. So. Da bin ich auch mal schon mal nicht gut drin. So, testen wir das einmal. Das hält. Aber das reicht, glaube ich, hier nicht durch. Das reicht dann nicht, diesen Bobbel hier durch. Ich muss noch einen Tickel größer machen. Also nochmal ein bisschen aufmachen. Dafür nehme ich jetzt einfach meine... Hier ein bisschen zu ziehen, ne? Wobei, das müsste schon drüber gehen, oder was meint ihr? Ja. Wir versuchen jetzt einfach mal mit dieser Größe. Das ist die andere Seite knippe ich ab. Und dann haben wir mal das obere Teil und das Ende quasi, wie ich das machen möchte. Dann mache ich noch die blauen Perlen auf. Schmeißen wir nochmal weg. Ich habe höchstens überlegt, ob ich noch mit den dunklen Lila arbeite. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es lieber schlichter lasse. Ich nehme ja auf jeden Fall eine blaue Schnur. Hebeln wir jetzt mal zusammen da rein. Gucken wir mal, ob das hier durchgeht, aber ich glaube, das geht nicht durch. Wir müssen das anders machen. Wir müssen jetzt quasi überlegen, wie es hier hinten enden soll. Ich hätte gesagt, wir enden mit so etwas. Mit dem großen so. Dann machen wir einfach ein paar Perlen drauf. Dann machen wir jetzt drei. Huch. Jetzt fällt mir die noch glatt runter. Klar könnte man jetzt in der Mitte auch nochmal einen hinmachen. Oder was ich mir auch schon überlegt hatte, das hier in der Mitte und dann hinten vielleicht so ein Tuch oder so, ein selbstgehäkeltes oder so.
Ich könnte die ja auch jederzeit wieder aufmachen, habe ich mir überlegt. Oder noch mehr kaufen. Ich sollte mich vielleicht mal informieren, ob diese Bastelperlen auch für Kinder geeignet sind. So, jetzt noch eins. Drei. Und noch eine. Und jetzt kommt es dorthin. Will das so unten hin? Das ist zu lang. Oh, das ist mir fast zu lang. Ich mache da zwei raus. Müssen wir nochmal abfädeln. Also wieder Faden durch, große Perle, hoch, eins, zwei, ich weiß nicht, ich finde dieses Holz sehr beruhigend und ich finde die Farbe toll. Okay, jetzt noch eins in den hier. Ich glaube, das gefällt mir. Okay. Jetzt machen wir das hier hinten fest. Ja, ich schneide das immer nicht ab so kurz, weil ich finde, das fängt dann, wenn man es zu kurz abschneidet, dann geht es auf. Und ich fädel das jetzt quasi noch mal durch das letzte durch. So. Und dann kann ich das dann dort abschneiden. Oh nein, hat nicht geklappt. Nochmal. Ich bin etwas zittrig. Ich kann so Kleinstarbeit nicht. Gut. Meine Nadel. Huch. Eigentlich wollte ich, dass es da etwas reinstecken. Will das jetzt? Das will nicht. Das Mal hat es auch geklappt. Das diese Mal will es nicht. Na gut. Jedenfalls habe ich das letzte Mal so gemacht. Das dann eben hier abgemacht. Habe dann hinten die Schnur genommen. Sie dort abgeschnitten. Wieder reingefädelt. Heute will es nicht.
Sag mal. Jetzt. Und bin dann hier einmal durch. Und habe das jetzt so eng wie möglich dort versucht zu befestigen. Weil zu locker sieht es halt nicht schön aus. Da wollen wir natürlich nicht den Knoten drum machen. Hier soll der Knoten hin. Und dann müsst ihr das da einfach ein bisschen verknoten. Und dann gehe ich dann auch immer hin und verstecke quasi den Faden wieder in der Kugel, indem ich hier wieder reingehe. Und hier wieder durchgehe. Einmal den Faden in der Kugel verstecken, etwas rausziehen, schneiden, die Kugel zerdrücken und der Faden ist irgendwo drinne. Und damit hätte ich mir eine Schnullerkette. Ja, jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!